Das folgende Video wird euch präsentiert von minyards.eu. Irgendwann kommt jeder in seinem Tabletop-Leben zu dem Punkt, an dem er oder sie sagt: Hey, wie geil wäre es denn, wenn man eine Kampagne spielt, die mehrere Spielsysteme kombiniert? Tja, auf diese Idee kam ich auch schon häufiger. Aber Leute, wisst ihr was? Sowas ist meist immer mit relativ viel Aufwand verbunden. Man muss eine Spielergruppe zusammenfinden, die all die Spiele auch spielt. Man muss Kampagnenregeln erstellen, vielleicht auch eine tolle Geschichte dazu erfinden. Und naja, das Wichtigste, man muss alle Teilnehmer immer wieder zusammenbekommen. Jeder weiß, dass es sehr schwer sein kann, mehrere Leute regelmäßig zu einem Termin zum Spielen zusammenzukriegen. Gerade diejenigen, die in der Kampagne langsam abgehängt werden, haben häufiger dann ein Motivationsloch. Und so geht eine solche Kampagne meist unbeendet den Weg alles dahinscheidenden Lebens. So auch meine mehrfache Erfahrung in der Vergangenheit. Also habe ich meine Road to Star Wars Legion Truppe gefragt, ob sie vielleicht nicht Bock haben, Star Wars Legion kombiniert mit Star Wars X-Wing und Star Wars Armada in einem Spiel für Dice zu zocken. Nachdem alle schreiend weggerannt sind, habe ich ihnen den Knüppel über den Kopf gehauen, etwas in den Tee gemischt und den ein oder anderen mit Alkohol gefügig gemacht, allesamt in die Autos gekarrt und habe sie nach Mecklenburg-Vorpommern entführt, um mit ihnen die erste Videoreihe seiner Art zu filmen. Willkommen, ihr hippen Dudes und Dudarinas, bei Tabletop Galore. Damit der Armada überleben wird. War das endlich weg? Und die Truppen, ja. Ja. Haben Sie letzte Worte zu Klon. Ihrem... Mit der großen Unterstützung von Asmodee Deutschland haben wir uns auf den Weg nach Dasso gemacht, um im Outpost One einen Tag lang Star Wars Armada, Star Wars X-Wing und Star Wars Legion zu zocken. Das Outpost One ist ein beeindruckendes Privatmuseum rund um das Thema Star Wars. Das Museum hat es uns ermöglicht, in ihrem sogenannten Hangar mein mobiles Studio aufzubauen, um dort zwischen originalgetreuen Star Wars Raumjägern der ersten Trilogie unsere Sessions zu zocken und zu filmen. Für Star Wars Armada tritt an Stefan auf Seiten der Rebellen gegen meine Wenigkeit, der das Imperium und die Republik spielt. Ich bin grundsätzlich ein großer Freund von thematischen Spielen, also wenn immer ein bisschen Story dabei ist und wenn dann vielleicht auch noch unterschiedliche Spielsysteme ineinander greifen, finde ich das erstmal per se spannend. Und gerade bei der Aktion jetzt finde ich gut, dass es halt so komplett unterschiedliche Spiele sind, die teilweise auch von der Rundenanzahl her nicht parallel laufen. X-Wing wird gespielt von Dennis für das Imperium und Stefan, der die Rebellen unterstützt. Ja, also das Coolste an dem Event ist, glaube ich, tatsächlich das Event an sich. Das heißt, dass verschiedene Tabletop-Systeme dort ineinander greifen und aufeinander Einfluss üben können. Da habe ich richtig Bock drauf, dass ich, wenn ich in X-Wing irgendwelche Dinge mache, dass die Einfluss auf Armada oder Legion haben. Also das finde ich ist eine richtig gute Sache. In Star Wars Legion sind vertreten Philipp auf Seiten des Imperiums, Mandy unterstützt Philipp mit ihren Klonen der Republik und Stefan führt einen Stoßtrupp der Rebellen an. Am meisten freue ich mich eigentlich neben dem Spiel an sich doch auf die Location, weil wir ja in dem Outpost One in dem Hangar spielen, unterhalb eines TIE Fighters oder X-Wing, mal sehen, was es wird. Und dieses ganze Drumherum, Star Wars-Gefühl, das dann da vielleicht aufkommt, das wird auch bestimmt super. Es klingt vollkommen wahnsinnig,
nicht schaffbar und einfach nach Spaß. Also ich muss dabei sein, ob es klappt oder nicht klappt. Ob wir das durchziehen können, wirklich so lange zu spielen, alle hintereinander wegzuspielen und so ineinander zu verschachteln. Es klingt einfach crazy, darum. Mein Highlight an der ganzen Geschichte ist tatsächlich, nach so langer Zeit mal wieder mit vielen Leuten Tabletop zu spielen. Ich meine, man hat ja lange Zeit wenig Leute nur zu Gesicht bekommen und jetzt können wir mal wieder alle zusammen ein bisschen Star Wars genießen. Super. Wir haben auch eine Sonderrolle dabei, und zwar Felix. Dieser ist mit seinen Druiden auf jeden der drei Spielsysteme mit am Start. Er steuert also eine Flotte der Separatisten bei Armada, Druidenjäger bei X-Wing und separatistische Blechköpfe bei Legion. Nur, dass er nicht immer als vollwertiger Spieler teilnimmt, sondern eine Supportrolle hat. Warum mache ich überhaupt mit? Naja, weil es Spaß macht und cool ist und weil es ein großes Projekt ist und einfach, glaube ich, so das, was man sich immer ausmalt, wenn man solche Tabletop-Systeme sieht und sich denkt, oh, da haben wir ein Weltraumsystem und so ein System und dann noch so ein Legion-System mit kleinen Figuren. Und das müssen wir alles mal irgendwie zusammenspielen. Das ist auch, glaube ich, so das kleine Kinder-Super-Projekt. Und das umzusetzen, das ist top. Aber worum geht es überhaupt? Die Raumstation Outpost 2 wird vom Imperium genutzt, um ausgemusterte Droiden aus den Klonkriegen zu demontieren. Das betrifft Bodentruppen als auch einige Raumschiffe. Diese Schiffe sind vor der Station abgestellt und werden nach und nach zurückgebaut. Das Imperium hat auf dieser Station einige restliche Klone abgestellt, welche mit der Aufsicht der Demontage beauftragt wurden. Ebenso wie eine kleine Flotte ehemaliger republikanischer Schiffe, die die Station beschützen. Logischerweise traut die imperiale Führung den Klon nicht zu 100%, weshalb sie eine kleine imperiale Garnison auf Outpost 2 zur Kontrolle stationiert hat. Nun ist es so, dass die Station nicht ganz so geheim ist, wie das Imperium dachte, und ein Stoßtrupp der Rebellen, angeführt von Han Solo, hat sich auf die Station geschlichen, um so viele Droiden wie möglich zu stehlen, denn diese sind pure Feuerkraft im Sinne der Rebellion. Die Rebellen haben es bereits geschafft, einen Transporter voller Droiden zu starten, sowie einige andere der separatistischen Kriegsmaschinen zur Übernahme der Station zu reaktivieren. Durch technisches Geschick konnten sie auch die Droidenschiffe aktivieren, um diese im Schutze der eigenen Flotte aus dem System zu führen. Han Solo hatte bei der Aktion ein ganz ungutes Gefühl bei der Sache. Und er sollte recht behalten. Der Alarm wurde ausgelöst, gerade in dem Moment, wo die Rebellen die Etage der Brücke erreicht hatten und der Transporter startete. Die kombinierte Garnison aus imperialen Truppen und Klonen machte sich auf den Weg, die Brücke zu schützen. Die dortige Befehlshaberin hat einen Notruf ausgesendet und eine kleine Flotte des Imperiums erschien aus dem Hyperraum, um die Station zu schützen. Dies ist die Ausgangslage und dort beginnen unsere Spiele. Das ganze Spiel läuft über alle drei benannten Systeme. Das Ziel ist es für uns gewesen, dass der Spaß und das Event im Vordergrund steht. Die Geschichte soll sich entwickeln und tolle Situationen liefern. Daher ist es uns bei diesem Event wirklich egal gewesen, ob es ein ausgeglichenes Spiel ist, ob es irgendwie fair sein sollte. Spaß am Spiel und an der Freude halt. Stefan und ich haben dafür ein paar Regeln geschrieben, welche den Spielern die Möglichkeit liefern, über die Systeme hinaus im Team zusammenzuzocken und Einfluss auf die anderen Games auszuüben. Beginnen wir mit der Ausgangssituation. Der Transporter der Rebellen startet im X-Wing-Spiel und muss das Ende des Spielfeldes erreichen. Dann wird der Transporter aus X-Wing entfernt und ein Äquivalent erscheint bei Armada an der Station. Das Ziel ist es für das Imperium, über beide Spiele hinweg diesen Transporter zu zerstören und für die Rebellen, dass er überlebt. Gleichzeitig haben die Rebellen in der ersten, der dritten und der fünften Runde die Möglichkeit, vom Flaggschiff bei Armada einen Transporter zu starten. Dieser muss die Station erreichen, um dann bei X-Wing zu erscheinen. Schafft es dieser ans andere Ende des Spielfeldes, können die Rebellen eine komplett neue Nicht-Agenten- und Nicht-Kommandanteneinheit bei Legion als Verstärkung ins Spiel bringen, die nicht zum Punktelimit dazugehört. Das Imperium hingegen kann einmalig in Runde 3 ein Lambda-Shuttle vom Trägerschiff aus starten, welches die Station erreichen muss. Dann muss dieses ebenfalls durch das X-Wing-Spiel durchkommen, damit das Imperium eine neue Einheit bei Legion aufstellen kann. Die Rebellenspieler haben zusätzlich die Möglichkeit, in Legion pro Runde einen Droidenjäger in X-Wing zu starten, um dort die Rebellen zu unterstützen, entweder einen Tri-Fighter oder einen Hyena-Class-Bomber. Wer bei Legion die Brücke kontrolliert, hat dann die Möglichkeit, Geschütze auf der Station zu aktivieren, um entweder die Ion- und Turbolasertürme in X-Wing auf Ziele feuern zu lassen oder aber die NK-7-Ionenkanonen bei Armada auf feindliche Großkampfschiffe anzulegen. Jeder der drei wichtigen Räume bei Legion, also der Hangar, die Brücke und der Maschinenraum, sind bei X-Wing durch Schildgeneratoren geschützt. Wird einer dieser Generatoren zerstört, können Schiffe bei Armada gezielt auf diesen Raum auf der Station feuern, um allen Modellen in diesem Raum potenziell Schaden zuzufügen.
Ihr seht schon, es gibt einige Verschachtelungen und Möglichkeiten, dass die Spiele nicht einfach nur so nebenher laufen. Das alles muss aber auch flüssig gespielt werden. Wir wollten kein großes Ressourcenmanagement und alles so einfach wie möglich halten. Das heißt auch, dass einige Einflüsse aufeinander hier und da nicht ganz logisch ablaufen werden. Aus technischen Gründen konnten wir auch nicht alle Spiele gleichzeitig ablaufen lassen, weil so viel Licht und Kameras habe ich nicht. Sondern wir mussten immer nach einigen Runden das Spiel wechseln. Daher werden zuerst 2 Runden Armada, 3 Runden X-Wing und 2 Runden Legion gespielt. Danach geht es wieder von vorn los, bis alle Spiele 3-mal an der Reihe waren. Die Einflüsse aufeinander finden also immer in der ersten Runde des darauffolgenden Segmentes statt. Das ist nicht immer logisch, vereinfacht uns auf jeden Fall aber die Handhabung des Spiels. Die genauen Regeln und Ziele der einzelnen Missionen erkläre ich aber in der nächsten Folge, wenn die Spiele starten. Ich wollte aber nicht nur eine geile Spielidee in einer großartigen Location haben, ich wollte auch besondere Spieltische an den Start bringen. Daher habe ich mir, was das Gelände angeht, einiges an Unterstützung rangeholt. Die große Basis bei Star Wars Armada, genauso wie die Schildgeneratoren und Geschütze bei X-Wing, wurden uns zur Verfügung gestellt von War Scenery. Gerade die Station wurde extra für unser Game von der deutschen Firma designt und kann genauso wie die Türme auf deren Webseite als 3D-Druckdatei erworben werden. Dafür schon mal ein richtig fettes Dankeschön, denn die Station ist heftig cool geworden. Die kleinen Außenposten sind 3D-Modelle, die ich selber ausgedruckt habe. Der absolute Hingucker ist aber die selbstgebaute Star Wars Legion-Spielplatte. Die habe ich aber auch nicht selber gebaut, sondern der Sascha vom Tabletop Basement. Dieser hat dazu auch ein total tolles Video veröffentlicht, bei welchem er über das Konzept und den Bau zur Platte berichtet. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Alter, was bin ich gespannt. Ich sag hier nochmal vielen, vielen lieben Dank an Asmodee Deutschland, die diese Aktion möglich gemacht haben und uns zusätzlich mit fehlenden Modellen gerade für Armada bestückt haben, denn keiner von uns hat vor dieser Aktion jemals Star Wars Armada gespielt. Das wird wirklich mega spannend. Auch vielen lieben Dank nochmal an das Outpost One und alle anderen, die mich bei diesem Projekt unterstützt haben. In der nächsten Folge unserer Tabletop Galore Star Wars geht es los mit dem großen Startschuss. Seid ihr auch schon aufgeregt? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare und fiebert gerne mit uns darauf hin. Und wenn ihr das neue Video nicht verpassen wollt, ja, dann solltet ihr Dice ein Abo geben, damit ihr es nicht verpasst. Bis zur nächsten Folge und möge die Macht mit euch sein. Du möchtest die Tabletop-Show Dice supporten und gleichzeitig dein Auftreten am Spieltisch pimpen? Mit dem Dice-Merchandise kein Problem. Du steigst beim Kauf von Shirts und Spielutensilien nicht nur in den Style-Olymp auf, du unterstützt damit auch Dice und hilfst dabei mit, Tabletop great again zu machen. Also zeig deinen Mitspielern, wo der Dice hängt und lege das Schwarz an.